Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal vor der Werkstatt des Senders Sachs in Cambridge stehen geblieben. In der letzten Folge hatten wir uns um die Quest Wenn Schweine fliegen gekümmert und sie auch abgeschlossen. Und wir hatten dabei einige neue Waffen erhalten und wir sind jetzt überladen und MacReady ist verschwunden. Der wird schon wieder auftauchen und wir werden uns mal auf den Weg in Richtung Grey Garden machen. Da wartet ja auch Strong auf uns. Und wir werden bei der Gelegenheit einfach uns ein paar Ziele suchen und die neuen Waffen ausprobieren. Wir werden mal mit dem Baseballwerfer anfangen. Mal gucken, wie der aussieht erst einmal, wenn wir den in der Hand haben. Oh, der hört sich wirklich wie ein Laubbläser an. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass er auch ein bisschen so aussieht. Und hier waren doch ein oder zwei Raider auf jeden Fall. Da oben ist jemand. Da haben wir eine Raider Psycho. Das war wirklich die, die wir beim letzten Mal gehört hatten. Oh, wir haben ordentlich viele Baseballs jetzt hier verschossen. Da drüben ist noch einer. Mal gucken, ob wir den auch manuell treffen können. Ergib dich, dann mach ich's schnell. Die scheint aber recht unpräzise zu sein. Wir nehmen mal lieber das Watz. Hauen wir dem auch noch ein paar Baseballs um die Ohren, sobald wir wieder APs haben. Oder wir hauen einfach mal mit der Waffe zu. So, der liegt am Boden. Na, das hatte doch einen ordentlichen Rückstoß, würde ich behaupten. Mal gucken, ob wir den da auch treffen können. So, der ist dahin. Haben wir noch wen? Nö, sieht erstmal nicht so aus. Doch, hier ist noch jemand zu hören. Das kam, glaube ich, irgendwo von oben. Na, der soll rauskommen, wenn er was will. Hatten die was Brauchbares dabei? Ja, der hatte hier ein paar Kronkorken für uns. Und hier liegen die modifizierten Baseballs rum. Na, das ist ja interessant. Man kann die auch wieder einsammeln. Allerdings könnte das ein bisschen müßig werden, wenn man versucht, die einzusammeln. Lustige Waffe auf jeden Fall. Hier liegt noch ein Baseball rum. Und der hat hier einen Benzinkanister für uns. Den stecken wir uns ein, auch wenn wir überladen sind. MacReady ist ja wieder da. Hey! Und? Ich will dir nur was geben. Ja klar, lass uns handeln. Genau. Wir haben den Baseballwerfer ausprobiert. Das heißt, MacReady muss den erstmal für uns tragen. Wir sind allerdings immer noch überladen. Da könnten wir jetzt was machen mit einem gegrillten Radhirsch. Aber ich würde sagen, wir werden erstmal MacReady noch ein bisschen was von unserem Schrott geben. Dann müssen wir das Zeug nicht tragen. Wir können noch ein bisschen was einsammeln. Und MacReadys Inventar scheint recht leer zu sein. Na, dann verpassen wir ihm doch den ganzen Schrott, den wir tragen. Sehr schön. Dann können wir uns hier weiter umgucken. Wir hatten noch jemanden erledigt da oben. Mal gucken, ob wir die finden können. Die müsste ja hier irgendwo liegen, genau. Und hier liegen auch die Baseballs rum, die modifizierten. Die wiegen ja zum Glück nichts. Das haben wir ja schon festgestellt. Aber es ist wirklich ein bisschen müßig, die wieder einzusammeln. Aber schön, dass das auf jeden Fall geht bei dieser Waffe. Wir werden uns mal noch ein paar einstecken. Die müssen wir ja hier nicht rumliegen lassen. War auf jeden Fall recht unterhaltsam, die Waffe einzusetzen. Und die feuert schön schnell. Also das ist eigentlich eher ein regelrechter, na, ich weiß ja nicht, wie ich sagen soll, ein automatischer Baseballwerfer würde ich das fast nennen. Nochmal sehen, ob wir noch unterwegs ein bisschen was Nettes finden an Zielen und wir werden uns gleich mal die nächste Waffe aussuchen. Die Sparschweinminen werden wir mal nicht verwenden. Also die sind viel zu hübsch, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt. Also die werden wir mal irgendwo für Dekoration verwenden. Mir fällt da auch eine Verwendung ein. Wir könnten uns einen Waffenhändler einrichten, irgendwo, vielleicht in Vault 88, und dort dann die Sparschweinminen als Deko verwenden. Wir werden jetzt mal mit dem Impogranatwerfer weitermachen. Ich hoffe, wir finden nette Ziel. Den hatten wir uns ja in der letzten Folge schon angeschaut. Und er dürfte recht interessant werden. Allerdings haben wir dafür bloß 26 Granaten. Oder vielmehr diese 40mm Splittergranaten. Wir sollten uns ein paar lohnende Ziele suchen. Hier scheint es aber keine zu geben. Doch, da oben, da man will einen Ghoul.
Ich würde sagen, wir greifen mal lieber auf die 10mm Pistole zurück. Also ein einfacher wilder Ghoul. Das ist doch Verschwendung. Da haben wir nicht so viel von. Wo sind wir eigentlich? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Kommt mir bekannt vor. Ja, wir sind am Krankenhaus Kendall. Wir sind in der Nähe der College-Verwaltung. Das heißt, wir sind auch in der Nähe vom College Square und dem Polizeirevier Cambridge. Na, dann weiß ich, wo es lang geht. Hier haben wir offensichtlich eine Raider-Stellung. Und hier wird geschossen. Ich glaube, das ist MacReady. Ja, eindeutig. Der hat wohl auch den Ghoul entdeckt da oben. Und da kommen die Ghoul. Verdammt! Gerade weg. Hier drüben ist ein wilder Ghoul. Was heißt hier Ena? Ich spüre, dass uns jemand beobachtet. Schluss mit lustig! So, die wilden Ghule sind erledigt. Mal gucken, was die so dabei haben. Naja, das ist Besondere ganz offensichtlich. Auf jeden Fall können wir uns alle einstecken, denke ich. Wir haben ein paar Kronkorken gefunden. Und wir schauen mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas Nettes haben. Ach, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, eindeutig. Hier lagen haufenweise Splitterminen rum. Schnell sie ab! Und hier haben wir ein Geschütz. Die Raider sind wieder da. Verteilt euch, findet sie! Das heißt, wir werden jetzt mal wirklich den Impro-Granatwerfer ausprobieren. Ich hoffe, wir finden ein paar Raider, die auf dem Haufen zusammenstehen. Das wäre gut. Da oben ist einer. Ach, der bringt sich lieber selber um. Na, großartig. Komm schon, kleines Mädchen. Ziehen wir's durch. Das hat gesessen, würde ich sagen. Du legst dich mit dem Besten an. Das war aber auch bloß eine einfache Raider, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Nein, du darfst nicht sterben. Das ist ziemliche Verschwendung hier. Wir machen das mal ganz anders. Meine Augen. So, die ist dahin. Da ist noch jemand. Und da drüben braucht jemand Feuerschutz. Wir werden mal was Neues ausprobieren. Und zwar die Baseballgranaten. Mal gucken, ob wir treffen. Verdammt, das ist der falsche Tag, mir blöd zu kommen. Na, die hat doch gesessen. Und MacReady hat auch was abgekriegt. Das war ein Molotov-Cocktail, ganz eindeutig. Und dieser Raider kriegt die andere Baseballgranate ab. So wird das bei uns hier erledigt. Ach, MacReady. Wir sollten dir die Waffe wieder wegnehmen. Gut, dann gucken wir uns die Raider kurz an. Wir haben immerhin einen Molotow-Cocktail unter anderem gefunden. Und wir gucken mal, ob wir oben noch wen finden. Und hier unten in der Holzkiste ist auch noch irgendwas für uns. Wir haben zwei Raiderways gefunden. Oh Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Da drüben ist noch einer. Der soll mal rauskommen. Wir gucken uns mal hier den Geschütz an. Wir haben noch eine Schaltplatte nach Militärstandard gefunden. Hier oben müsste doch irgendwo einer liegen. Den haben wir doch mit der Granate erwischt. Genau, den hat's ordentlich zerrissen. Und der hatte immerhin ein paar 10mm Patronen für uns. Waffe entsichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Ja, MacReady, ich weiß. Wir nehmen wohl gleich mal die 10mm. Der muss hier oben wahrscheinlich sein, nehme ich mal an. Den sollten wir noch kurz ausknipsen. Oder er versteckt sich. Komm schon, Kleine! Das wird lang dauern. Du hast hoffentlich Gutes. Bestätigten Abschuss. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie der Satz zu Ende ging bei ihm. Auf jeden Fall ist der Kerl erledigt. Der hat man hier so eine große Klappe haben sollen. Wir haben noch einen Psycho gefunden. Und ich glaube, hier sind wir auch fertig. Wir werden uns mal von hier verabschieden. Wir wollten ja eigentlich nach Grey Garden. Und wir konnten ein bisschen was ausprobieren. Und wir sind auch ein bisschen gewichtlos geworden. Dadurch, dass wir die Granaten geworfen haben. Mal gucken, ob es hier noch ein paar Ghule gibt. Wir schauen mal ganz kurz hier auf dem Friedhof vorbei. Ich glaube, wir haben alle Ghule erwischt. Hier liegt noch ein Toter. Der hat noch ein paar Kronkorken immerhin für uns. Hier haben wir ein offenes Grab und da liegt einer drin. Da haben wir auf jeden Fall einen Ghul liegen. Aber an den kommen wir scheinbar nie ran. Mal gucken, ob MacReady den looten kann. Hey! Was geht's? Guck dir den mal da an. Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Das ist ja einfach. Mach mal, nicht uns angucken. Schnapp dir was Nützliches. Klar, kein Thema. Na, ich glaube, der hatte nichts. MacReady hat sie nie gerührt. Hier liegt noch ein Ghoul. Der hat auch noch mal ein paar Kronkorken für uns. Und eine Kaffeetasse hat er netterweise dabei gehabt. Und ich glaube, wir sind in der Nähe des Polizeireviers von Cambridge. Wir werden mal in die Richtung gehen. Da möchte ich jetzt gerade nicht vorbei. Und wir müssen uns auch nicht unbedingt mit den Ghoulen am College Square auseinandersetzen. Da vorne haben wir eine Red Rocket Station. Da waren wir schon mal.
Und da haben wir, glaube ich, einen unserer Versorger. Und der hat Probleme. Verdammt! Wo bist du hin? Ist tot. Sei froh. Und da drüben haben wir einen Protektron. Der ist aber friedlich. Den können wir in Ruhe lassen. Auf den müssen wir jetzt keine Granate verschwenden. Das haben wir ja gerade ausprobiert. Aber ich denke, die Granaten dürften ordentlich panzerbrechend sein. Wir hatten sie ja in der letzten Folge auch gelesen, dass diese Granatwerfer, diese chinesischen Granatwerfer, wovon wir auch eben bekommen haben, Powerrüstung durchschlagen haben wie nasse Säcke. Wir kicken uns mal ganz kurz hier in der Station um. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Nettes. Ach komm schon, lass es einfach sein. MacReady, hier liegt doch ein bisschen was Nettes rum. Das stecken wir uns einfach mal ein. Stahl können wir auf jeden Fall hier brauchen. Ich habe noch viel, viel vor in Vault 88, wenn wir da irgendwann mal wieder ankommen. Das dürfte noch ein bisschen dauern. Wir sind ja jetzt auf dem Weg nach Grey Garden und dann werden wir uns als nächstes, vermutlich in der nächsten Folge, erstmal um die Quest von MacReady kümmern. Und danach, na, oh, wir haben einen Farmer hier stehen. Ich dachte gerade, ein Raider steht hinter uns. Der sollte sich was anderes anziehen. Nicht, dass noch auf ihn geschossen wird. Hey. Du hast mir das Leben gerettet. Bitte. Für dich. Oh, nett. Nur dadurch, dass wir ihn angesprochen haben, haben wir gerade 250 Kronkorken erhalten. Großartig. Ich weiß ja nicht, welche Probleme er hatte. Ich nehme mal an, er wurde hier von den wilden Hunden angegriffen, die eigentlich unseren Versorger angegriffen haben. Oh, hier steht ja auch noch ein bisschen was Nettes drum. Jetzt stecken wir uns mal in die Tasche. Da war jetzt auch ein benutzter Ölkanister dabei. Mal gucken, was wir noch so finden können. Vielleicht haben wir noch so was Interessantes hier. Sieht aber nie so aus. Da drüben ist noch ein Klebeband, aber das war dann, glaube ich, auch. Und jetzt sollten wir uns die Hunde noch anschauen gehen. Gut, dass wir auf den getroffen sind und dass ich das nochmal erwähnt habe. Sonst werden die Hunde uns durch die Lappen jagen. Ach, die hatten wir schon gelootet. Na, so ist es. So, wir sollten in der Nähe vom College Square sein. Und den machen wir mal einen Bogen. Ja, schauen wir ganz kurz, was haben wir denn noch an Waffen? Ich glaube nicht mehr allzu viele. Den Impro-Granatwerfer haben wir ausprobiert. Der chinesische Granatwerfer, ich denke, der dürfte recht ähnlich sein. Obwohl, wir haben noch das Gauss-Gewehr. Das Gauss-Gewehr hatten wir zwar nicht in der letzten Folge gefunden, aber dennoch sollten wir das mal ausprobieren. Na, vielleicht gehen wir doch noch zum College Square. Den Sparschwein-Fatman werden wir mal da nicht ausprobieren. Da suchen wir uns mal lohnendere Ziele. Vielleicht probieren wir den einfach bei der Quest von MacReady aus. Jetzt haben wir uns mal das Gauss-Gewehr ausgerüstet. Das sieht ganz interessant aus. Jetzt schauen wir uns direkt mal an. Ja, hübsche Waffe, definitiv. Sollten wir ausprobieren. Na, dann begeben wir uns wirklich zum College Square. Sollte hier, glaube ich, um die Ecke sein. Genau. Da oben sehe ich doch schon was. Da sitzt ein Ghoul rum. Schade. Der ist dem Schuss in letzter Sekunde ausgewichen. Findet sie. Da haben wir einen Ghoul. Was für eine Zeitverschwendung. Und der ist erledigt. Ich glaube, das ist hier wirklich Verschwendung. Oh, unser Versorger hat auf jeden Fall Probleme da drüben. Dem sollten wir mal helfen. Ich glaube, das war unser Versorger. Der soll mal nie weglaufen. Das hier wäre echt ein tolles Versteck. Du hast gewonnen! Wir nehmen mal das Watz zur Hilfe. Die Ghule sind recht flott unterwegs. Und unser Versorger, der hat schon ordentlich viel Schaden genommen. Den wilden Ghoul kann man nicht erwischen, aber den hier drüben. Naja, wenn wir AP hätten. Ah ja, wir müssen noch nachladen. Na, uns setzt der Kena. Machen wir das halt im Kampf. So, dieser wilde Ghoul wird auch dahin. Und der auch. Ich glaube, den Rest machen wir jetzt aber mit der 10 mm. Hey, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Finde den Feind! Finde den Feind! MacReady hat noch ihn gefunden, direkt hinter uns. Sehr schön, der wäre dahin. Ich könnte schwören, dass ich was gehört habe. Und wahrscheinlich hast du einen Ghoul gehört. Ganz genau. Ich habe das alles im Griff! Da scheint noch einer im Trakt zu sein. Ich denke, hier drin müsste er sich verstecken. Ganz genau. Der hat hier Schläfchen gehalten. Und da ist noch einer.
Das war nicht dein Abschuss, MacReady. Der Ghoul, der war durch die Wand des Tracks zu sehen gewesen. Und wir haben wohl erstmal Ruhe. Nee, oben scheint noch einer zu sein, aber der mag nicht rauskommen. Dann gucken wir uns einfach die anderen Ghule an. Der hier hatte noch eine Sicherung für uns und wir haben eine silberne Taschenuhr gefunden. Und unser Versorger braucht Hilfe. Oder auch nicht. Er hat jetzt aber hingekriegt. Großartig. Hier drin hat sich doch gerade eben noch was bewegt. Ach, das war sein Pack-Brahmin. Ich glaube, der Pack-Brahmin ist durchgedreht und hat hier den wilden Ghul erledigt. Und hier ist immer noch irgendwas los. Das war verrückt. Das ist wirklich verrückt, dass die Ghule wieder da sind. Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ganz nett. Kann man nette Zielübungen machen. Wir haben auf jeden Fall das Gauss-Gewehr ausprobiert. Und wir können uns mal auf den Weg in Richtung Great Garden machen. Ah, wir sollten noch die Mine hier entschärfen. Mal sehen, ob wir da rankommen. Nicht wirklich. Gut, dann sollten wir uns mal entfernen. Das Auto geht nämlich gleich in die Luft. Ich glaube, es ist besser, wir verabschieden uns. Na, dann nimm ein Stimpack, wenn es ziemlich schlimm ist. Dafür hast du die Dinger. Ich glaube, mit dem College Square sind wir erstmal fertig. Und da vorne müsste auch schon Great Garden sein. Ist ja schon eine Weile her, dass wir hier waren. Das letzte Mal war, glaube ich, als wir zuvor in der Corviga Fertigungsanlage waren und das Bauteil für die USS Constitution besorgt hatten. Also die FFL-3 Turbopumpenkugellager. Und wir haben es mal wieder nach Great Garden geschafft. Großartig. Hier erwarten uns ja jetzt Strong und vor allem auch Dogmeat. Mal sehen, wo sind die beiden? Da ist auf jeden Fall schon mal Dogmeat. Der springt hier auf jeden Fall sehr freudig rum. Und jetzt hatte ich gerade was gesehen. Ja, stimmt, wir hatten hier haufenweise Powerrüstung stehen. Da möchte ich mal einen Blick drauf werfen. Hier haben wir eine T-60 stehen, die ist allerdings unvollständig. Dann nehmen wir mal den Fusionskern raus. Was haben wir hier drüben? Eine T-45, da fehlen drei Teile. Um Himmels Willen! Was denn los? Aufseher Braun möchte nicht mit uns reden. Hier haben wir noch eine Powerrüstung stehen, da ist allerdings nur ein einzelnes T-45-Teil drin. Da nehmen wir mal alles raus. Lass doch was von dem Müll liegen. Mach ich gleich. Das können wir eigentlich direkt machen. Moment mal, MacReady. Hey. Ja, was gibt's? Ich möchte mit dir handeln. Commonwealth Sparkasse, MacReady, stets zu Diensten. Ich möchte was abheben. Und zwar möchte dich um den ganzen Schrott erleichtern. Den können wir nämlich gleich mal hier in eine der Powerrüstungsstationen werfen. Und dann sind wir das Zeug einfach los. Da ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen. Lassen wir das Zeug direkt mal hier zurück. Und wir werden uns mal Strong suchen. Der müsste hier ja auch irgendwo sein. Und wir werden aus dieser Powerrüstung, aus dieser T-45 auch noch den Fusionskern rausnehmen. Ja? Nix, ich suche Strong. Kannst du mir helfen? Wo lungert der denn rum? Der müsste doch eigentlich hier sein. Wir haben den doch hierher geschickt. Ich sehe ihn gerade nicht, aber irgendwo sollte er sein. Da drüben ist er. Ja, nicht zu verfehlen, der große Kerl. Menschen alle aussehen komisch. Mensch, sei ein guter Kämpfer. Sei jetzt Strongs Anführer. Sehr gut. Strong mit Mensch gehen. Nein, erstmal nur tauschen. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als schwache Menschen tragen können. Das weiß ich. Deswegen haben wir dir ja auch die T-51 gegeben. Die nehmen wir ihm mal ab. Und dann werden wir ihm mal ein bisschen was geben. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was ausprobiert. Wir werden ihm mal den Impro-Granatwerfer geben und das Gauss-Gewehr erst einmal anvertrauen. Und dann sind wir, glaube ich, auch erstmal fertig mit Strong. Ich schaue gerade nochmal. Den Rest können wir, glaube ich, selber tragen. Sehr schön. Dann kümmern wir uns ganz kurz darum, eine Powerrüstung wieder herzustellen. Das heißt, hieraus werden wir uns mal eine T-51 machen. Du hast uns in unserer schwersten Stunde geholfen. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, Ma'am. Ach, das ist ja schön, dass das nicht in Vergessenheit geraten ist. Hi, wie geht es dir?
Sehr gut, danke. Wir werden uns mal ganz kurz um unsere Waffen kümmern. So viele Menschen, nicht viele Supermutanten. Ja? Ja? Ich möchte mir mal den chinesischen Granatwerfer anschauen. Der macht etwas mehr Schaden als der Impro-Granatwerfer. Mal gucken, was wir da machen können. Da können wir auf jeden Fall den Verschluss schon mal verändern. Und da dürfte das Beste dieser mächtige Verschluss sein. Wir können noch was am Lauf machen. Da können wir uns einen geriffelten, verlängerten Lauf anfertigen. Der erhöht die Reichweite ganz ordentlich. Dann gucken wir uns mal den Kolben an. Da haben wir jetzt einen vollständigen Kolben. Und wir können noch einen Präzisionskolben hier draus machen. Der erhöht definitiv die Präzision ein wenig. Fertigen wir uns einfach an. Ressourcen haben wir auf jeden Fall genug. Beim Magazin können wir nichts machen. Da fehlt uns der Waffenfreak auf Rang 3. Dann schauen wir uns das Visier an. Da würde ich sagen, passt ein Reflexvisier am besten. Das ballistische Schild können wir nicht anfertigen. Da fehlt uns der Waffenfreak auf Rang 4. Und wir können uns noch um die Mündungsbremse kümmern. Obwohl ich sagen würde, dass ein Schalldämpfer, respektive eine Mündungsbremse, bei einem Granatwerfer nicht viel Sinn ergibt. Es reduziert ja auch die Reichweite. Hoffen wir finden bald Milch der Menschenliebe. Viel laufen, wollen mehr kämpfen. Es erhöht die Rückstoßkontrolle. Daher nehmen wir einfach mal hier die Mündungsbremse. Und wir können noch was an der Lackierung offensichtlich machen. Schauen wir uns die Farbvarianten mal an. Das ist jetzt die Standardvariante. Das ist die Variante chinesische Armee. Oh, das ist ja hübsch. Da haben wir noch eine Graffiti-Lackierung. Und da haben wir Nuga-Aufdruck. Da haben wir das Nuga-Girl drauf. Wir haben den Vogue-Boy mit Nuga-Quantum-Logo. Das ist ja sehr hübsch. Dann haben wir noch eine Sumpflackierung. Eine wintertaugliche Lackierung. Die finde ich sehr schön. Wir haben ja auch ein weißes UI, das würde sehr gut passen. Dann haben wir noch eine Wüstenlackierung. Und dann würde ich sagen, wir sind durch. Wir werden uns daraus jetzt eine wintertaugliche Variante herstellen. Hat uns jetzt dreimal Öl gekostet. Und dann sind wir mit dem chinesischen Granatwerfer auch schon fertig. Mehr möchte ich erstmal nicht machen. Wir werden den gleich mal ausrüsten. Ich war ja schon in Fallout 76 ein großer Fan von den Granatwerfern. Und jetzt haben wir hier in Fallout 4 endlich auch einen. Daher werden wir uns den gleich mal auf die Favoriten legen. Und zwar auf die 6. Rüsten wir den auch gleich mal aus. Angucken können wir uns jetzt nicht, weil hier in der Werkstatt können wir die Kamera nicht so wie beim Fatman beim letzten Mal drehen. Und wir werden uns mal um diesen quatschenden, viel zu lauten Supermutanten kümmern. Ich glaube, mit Strong sind wir erstmal fertig. So viele Menschen, nicht viele Supermutanten. Strong kämpfen mit Mensch. Ja, demnächst wieder. Wir schauen mal ganz kurz noch in die Werkstatt hier rein. Vielleicht geben wir Strong noch was mit. Wir gucken mal ganz kurz hier bei den Waffen durch, ob sich hier irgendwas anbietet. Wir haben hier noch die rechtmäßige Herrschaft liegen. Das ist die Waffe, die uns Paladin Dance gegeben hat. Haben wir noch was anderes Nettes hier liegen? Da haben wir noch Kelloggs Outfit liegen. Könnten wir rausnehmen und Strong anvertrauen. Wiegt nicht viel. Nehmen wir mal raus und geben es ihm einfach. Dann haben wir hier noch ein Patriotenhalstuch. Hatten wir nicht beim letzten Mal eines gefunden? Hatte ich da nicht gesagt, dass wir das noch nicht hatten? Dann hatten wir wohl schon eins. Dann gucken wir mal weiter, ob wir noch was anderes hier haben, was wir eventuell mitnehmen wollen. Ich würde sagen, da könnten wir hier noch die Kampfrüstung rausnehmen, obwohl die nicht sonderlich interessant ist. Lassen wir es einfach so und wir werden Strong nur Kelloggs Kleidung anvertrauen. Hungrig, wollen essen. Obwohl, wir werden das mal ein bisschen anders machen. Menschen alle aussehen komisch. Wir werden mal Strong wegschicken. Und zwar runter zum Fischreier Turin-Yachthafen. Dahin werden wir uns auf jeden Fall als nächstes begeben. Wir werden uns, nachdem wir Mercredis Quest erledigt haben, dann in Richtung Süden begeben. Wir haben ja auch noch
die Echos der Vergangenheit offen. Und wir werden Doc Meat mal wegschicken. Ihn würde ich auch gerne öfter sehen, also würde er auch erstmal umziehen zum Fischreier Tourenjachthafen. Ich hoffe, die haben da genug Betten für alle. Auf jeden Fall werden wir uns ganz kurz noch mit Doc Meat unterhalten. Ja. Doc Meat soll mal nicht weglaufen. Hey Junge. Ach, das ist schön, ihn wiederzusehen. Wir werden mal mit ihm ein bisschen was tauschen. Ist es okay, wenn wir ein paar Sachen tauschen, Doc Meat? Ich finde dir schön, dass unsere Überlebende oder Nora fragt, ob das okay ist. Wir geben mal Doc Meat ein bisschen was mit. Er kriegt mal den Hauptgewinn verpasst. Wir werden ihm die Sparschweinminen anvertrauen. Und wir werden ihm dann auch noch Kelloggs Outfit geben. Was können wir ihm noch geben? Den Bademantel kann er für uns tragen, die Strickmütze und das Patriotenhalstuch. Und wir geben ihm auch das verblasste Visier, den T-45-Torso werden wir mal hier noch zurücklassen. Und wir werden uns mal angucken, wie Doc Meat mit dem Patriotenhalstuch aussieht. Hi, wie geht es dir? Ach na, das ist doch hübsch. Ein schöner Farbakzent auf jeden Fall bei ihm. Dann schmeißen wir mal noch den T-45-Torso hier rein. Den sollten wir nun wirklich nicht mit uns rumschleppen. Wir haben wieder knapp 60 Pfund frei. Wir werden noch ein bisschen Fleisch hier zurücklassen. Viel sollte das nicht sein, aber wir haben ein bisschen Fleisch von Mischlingshunden hier noch. Unter anderem, das sollten wir nun wirklich nicht mit uns rumtragen. Das Fleisch, das ist ja nicht nötig. Wir haben hier auch noch mal Ratthirschfleisch. Das lassen wir hier auch zurück. Und das schmutzige Wasser kann auch erstmal hier verbleiben. Und das verstrahlte Blut lassen wir auch zurück. Das sollte für den Moment genügen. Dann sind wir hier eigentlich auch schon fertig. Strong wollen kaputt hauen. Strong, du sollst sie auf den Weg machen. Wir laufen. Wollen mehr kämpfen. Na, dann lauf doch los. Vielleicht gibt es ja unterwegs was zum Kämpfen. Mensch. Auf jeden Fall werden wir loslaufen. Und wir werden mal... Wir müssen wohl darüber, glaube ich. Ja, die Quest von MacReady ist aktiv. Wir schauen mal ganz kurz. Da drüben ist die Oberlandstation. Ja, jetzt können wir auf dieser Seite des Flusses lang gehen oder auf der anderen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rüber zur Oberlandstation. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Da können wir auch mal kurz vorbeischauen. Na, wenn wir schon hier sind, machen wir das doch mit. Da bauen wir unsere Siedlungen ab. Ist ja nur ein kurzer Marsch hier über die Brücke. Und eigentlich sollte hier auch ein Versorger unterwegs sein. Mal sehen, ob wir den antreffen. Sieht erstmal nicht so aus. Wer weiß, wo der lang gelaufen ist. Ist ja auch ein bisschen unwegsam hier. Schade, dass man den Zug nicht von den Gleisen heben kann. Da vorne sollte jetzt eigentlich gleich die Oberlandstation auftauchen. Hier in der Gegend scheint es auf jeden Fall ruhig zu sein. Das ist sehr schön. Und da vorne ist auch die Oberlandstation und unser Versorger. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Wir schauen direkt mal. Ich glaube, das ist die junge Dame, die hier wohnt. Ja, eindeutig. An die kann ich mich gut erinnern. Wir gucken mal ganz kurz hier nach dem Rechten. Also wir schauen mal in die Werkstatt rein mit anderen Worten. Hier gibt es 2 Leute, 6 Essen, 3 Wasser... und 30 Schutz, aber nur 2 Betten. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz hier was tun. Ich glaube, da oben sind die Betten drin. Ja, und hier ist eigentlich kaum noch Platz. Vielleicht passt der Schlafsack da drüben hin. Ja, das geht. Dann können wir noch einen weiteren hier hinlegen. Da werden wir auch nicht mehr machen, als hier entweder eine Matratze oder einen Schlafsack hinzulegen. Ich glaube, eine Matratze ist doch eine Aufwertung hier so ja schon. Großartig. Was anderes können wir hier eigentlich kaum machen. Das Gelände ist so ungünstig, sonst müsste man ein bisschen was bauen. Na, hier könnten wir doch vielleicht eine kleine Hütte hinkriegen. Wir schauen uns das mal ganz kurz an, ob wir da eine Fertighütte hinbekommen. Und die da nicht allzu sehr schwebt. Aber da dürfte ziemlich viel Unkraut drin sein. Nee, das ist eigentlich nie so schön. Und hier vorne sieht sie, glaube ich, nicht allzu gut aus. Wir könnten sie hier mitten auf die Gleise stellen. Nee, ich glaube, das sieht nicht aus. Da nehmen wir uns mal mehr Zeit für.
Das muss jetzt gerade nicht sein. Wir haben auf jeden Fall für ein weiteres Bett gesorgt. Das ist ausreichend. Und ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir unseren anderen Versorger hier antreffen, der von hier aus rüber zur Hangman's Alley unterwegs ist. Den hätte ich gerne hierher versetzt. Deswegen habe ich jetzt hier auch noch ein weiteres Bett errichtet. Der ist nicht zu sehen. Dann werden wir uns um den zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mal kümmern. Und wir werden uns mal in die Richtung auf den Weg machen. Da drüben scheinen wir noch einen Funkturm zu haben. Ich glaube, den kennen wir ja nicht. Dann gucken wir doch mal da noch vorbei. Uns setzt ja keiner. Mal gucken, ob da irgendwer rumlungert. Da ist auf jeden Fall Licht zu erkennen. Oder da brennt irgendwas. Mal gucken, was das hier ist. Wir haben den Sendeturm 1DL109 entdeckt und hier liegt ein zerstörter Protektron rum. Ein zerstörter Mehrzweck-Protektron. Wir teilen das alles, nicht wahr? Das Zeug willst du wirklich haben? Bin ja nie so sicher, dass du das wirklich haben willst. So, wir haben mal ein bisschen was eingesteckt. Hier stand nämlich noch eine Werkzeugkiste rum. Jetzt könnten wir natürlich hier noch in der Terminal schauen. Machen wir das doch, wenn wir schon hier sind. Der Turmstatus ist inaktiv und wir können hier einen Satelliten aktivieren, um die Signale im Umkreis zu verstärken. Aktiviere Satelliten und empfange Signale. Bitte zurücktreten. Machen wir direkt. Der Turm sollte jetzt ausfahren. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Und dann kann unser Pip-Boy hier neue Radiosignale auffangen. Gestörter Funkleitstrahl. Den haben wir jetzt gefunden und noch etwas. Das habe ich jetzt so schnell nicht gesehen. Nun gut. Und wir haben den Funkleitstrahl der Stadtwerke Boston gefunden. Das ist sehr interessant. Oder auch verloren, wie auch immer. Wir werden uns damit mal nicht befassen. Wir haben auch ein Notsignal verloren. Wir gucken uns einfach mal diesen Damm hier an. Hier haben wir ein paar Räderrüstungsteile. Hier mal ein bisschen was Nettes. Und wir haben tatsächlich eine Art Staudamm gefunden. Oder eine Schleuse. Sieht eher nach Schleuse aus, würde ich behaupten. Auf jeden Fall liegt hier ein Boot. Da drüben haben wir eine Erste-Hilfe-Box. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drin schauen. Sonst fahren wir hier noch ins Wasser. Wäre nicht schlimm. Wir haben ja immerhin Aqua-Girl. Was haben wir hier? Einen Betrieb. Oh, da müssten wir eigentlich mal rinschauen. Aber eigentlich wollte ich jetzt zum Autobahnkreuz. Und wir haben tatsächlich hier eine Schleuse. Oh, das sieht ja großartig aus. Das Wasser ist abgelassen. Und ich würde behaupten, da unten könntet Meyerlurk sieben. Probieren wir jetzt mal nicht aus. Wir werden einfach versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Und dann sollten wir auch langsam zum Ende kommen. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. Das ist aber schlimm, MacReady. Vielleicht erzählst du uns von deinen Problemen mal. Aber nicht mehr heute. Wir sollten langsam zum Schluss kommen. Wir schauen mal noch ganz kurz hier hin. Da haben wir eine Rüstungswerkbank. Und hier haben wir leere Farbdosen. Na, die sind recht uninteressant. Die lassen wir einfach stehen. Ja, und dann werden wir einfach zum Schluss kommen. Und beim nächsten Mal werden wir uns um die Quest von MacReady kümmern. Für heute soll es das gewesen sein. Wir hatten ein bisschen Spaß mit den neuen Waffen. Wir haben Dogmeat und Strong wieder gesehen. Und ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.